Der Sommer steht vor der Tür und das Thema Hautalterung ist damit wieder en vogue. Wir können sagen, dass der größte Teil der Hautalterung durch UV-Strahlung zustande kommt. Hautalterung dadurch, dass wir mit der langwelligen UVA-Strahlung direkt das Kollagen, aber auch die Zellen, die das Kollagen in der tiefen Haut, in der Lederhaut neu bilden, angreifen, den sogenannten Fibroblasten. Im Grunde machen gerade die langwelligen UV-Strahlen beides. Sie zerstören zum einen die Lederhaut und zum anderen sorgen sie auch dafür, dass weniger Lederhaut aufgebaut wird. Ganz besonders katastrophal ist das unter den Sonnenbänken, wo das Hautkrebserzeugende und das auch Sonnenbrand auslösende UVB, das kurzwellige UV, die kurzwellige UV-Strahlung ausgefiltert wird. In der normalen Sonne haben wir die Warnfunktion des Sonnenbrandes. Auf der Sonnenbank ist das ausgeschaltet. Die UV-Strahlung per se macht aber trotzdem immer eine Unterdrückung des Immunsystems. Viele von Ihnen werden das kennen, weil sie im Sommer einen Herpes an der Lippe bekommen. Und wenn man generell den ganzen Körper am Strand einer UV-Strahlung ausgesetzt hat, unterdrücken wir damit auch das Immunsystem. Und letztlich nutzen wir in der Dermatologie das auch, um bestimmte Hauterkrankungen zu behandeln. Da ist das positiv. Aber im Urlaub, wenn man das Immunsystem doch maximal unterdrückt, ist man eben auch anfälliger für Infekte. Und sei es nur die Rache Montezumas, das heißt also, dass wir Durchfälle bekommen können. All das ist zu beachten. Und die weitere Hautalterung, die ist natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt dadurch gegeben, wie wir mit unserer Haut umgehen, wie viel Urlaub machen wir, welchen anderen Stress haben wir in der Arbeit, schlafen wir regelmäßig, trinken wir ausreichend viel Wasser, setzen wir der Haut Stress aus durch Alkohol oder durch Rauchen. All diese Dinge haben natürlich einen Einfluss und die Frage letztendlich, wenn ich eine Schönheitsbehandlung durchgeführt habe, wie lange hält die denn an, zielt auch immer ein bisschen indirekt auf die Frage der Hautalterung ein, die eben individuell unterschiedlich ist, auch durch genetische Faktoren verbunden, unterschiedlich sein kann und unterschiedlich sein wird. Dadurch nämlich, dass einige Menschen bestimmte Stressfaktoren besser verkraften als andere. Im Allgemeinen können wir Ihnen nur raten, schützen Sie sich vor UV-Strahlung, gerade jetzt im aufkommenden Sommer, so gut Sie können und versuchen Sie alle anderen Stressoren von der Haut fernzuhalten. Bezüglich einer Beratung der kosmetischen Behandlung sind Sie immer herzlich willkommen bei uns und auch in unserer kosmetischen Abteilung, was die Hautpflege und andere Ideen zu Ihrer Hautbehandlung betrifft. Suchen Sie uns, Sie sind immer willkommen, Ihr Dr. Klaus Hoffmann.